Das Eintreffen von Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock auf einer grünen Kundgebung in Passau am Mittwoch wurde lauthals gefeiert. Rund 500 Menschen jeglichen Alters aus ganz Niederbayern wollten die Brandenburgerin einmal live zu Gesicht bekommen. Denn Passau war der einzige Stopp der Spitzenkandidatin in diesem Regierungsbezirk. Bei dieser Bundestagswahl geht es darum, wie wir unser Land gemeinsam erneuern. Und so viele Menschen haben im letzten Corona-Jahr deutlich gemacht, es steckt so viel Kraft in unserem Land, in den Kitas, in den Schulen, in den Gesundheitseinrichtungen, in der Industrie, auf Klimaneutralitätspfad zu kommen und darüber mit den Menschen vor Ort ins Gespräch zu kommen. Wie machen wir gemeinsam unser Land besser? Darum geht es für mich bei dieser Bundestagswahl und deswegen bin ich hier vor Ort. In ihrer halbstündigen Rede kritisierte die Kanzlerkandidatin der Grünen unter anderem das unzureichende und verspätete Handeln der Großen Koalition in Bezug auf den Klimaschutz sowie die dringend benötigte Hilfe in Afghanistan. Am Ende ihrer Rede stellte sich Annalena Baerbock den Fragen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Das ist eine der spannendsten Bundestagswahlen, weil es wirklich darum geht, die Menschen dafür zu gewinnen, wie wir gemeinsam unser Land erneuern oder wie bisher die GroKo weiter so durchwurschteln wollen. Und das wird jetzt spannend, wenn demokratische Parteien die besten Angebote machen. Darum geht es ja eigentlich in einer Wahl, Angebote für die Zukunft unserer Gesellschaft zu machen, damit sich die Wählerinnen und Wähler ein Bild davon machen können, wie dieses Land in Zukunft gemeinsam gestaltet werden kann. Ich will nicht versprechen, ich will was tun. So die Worte der Parteivorsitzenden in Passau. Unter anderem mehr Digitalisierung in den Schulen, eine gerechtere Bezahlung der Pflegekräfte und eine konsequente Energiewende. Rund 2 Stunden dauerte die Kundgebung der Grünen, die mit einem großen Aufgebot an Polizei begleitet wurde.